Hallo Internet, hallo Eisenbahnfreunde. Noch eine kurze Video von Engaging. Ich hätte mir ein neues Wagen gekauft von der Dortmunder Messe und ich wollte alles zeigen, was ich hier gekauft hatte. Das hat mir 35 Euro gekauft. Das machen die auf Endspur und auf in H0 Spur und das kostet genau dieselbe, wenn das H0 ist oder Endspur, ist egal. So, was ist so gut von diesem Wagen? Jetzt zeige ich dir. So kann man sehen, das ist nur ein Kleinwagen, aber kann man hier sehen, die kommen hier oben, wenn man hier aufdrucken. Aber wenn man oben sieht, kann man sehen, da sind so 2, 4, 6, 7 Metallball da rein. Ich weiß nicht, wie die heißt auf Deutsch, aber auf Englisch, die heißen Bulbarians. Vielleicht jemand kann da unten schreiben, wie das macht, wie man das sagt auf Deutsch. Aber kann man sehen, die sind sehr schwer und mit das bin ganz schwer, kann man sehen, wie die das sauber machen. Die sind ganz schwer, die bleiben immer auf die Gleis, wenn der Wagen ist richtig angemacht, wie so. Und den Koppling ist auch ganz klein, aber ist kein Hook, ist kein Koppling, aber das geht genug. Das kann man mit einem normalen Koppling machen. Aber kann man nicht mit Profis machen, aber nur normal Koppling. Aber das reicht schon, kann man eine Lok mit dem Koppling wieder normal machen. Aber wenn man es auf den Gleis macht, das ist kein Problem. Kann man hier ganz drücken mit den Finger, braucht man kein Lock das zu ziehen, kann man mit den Händen selber machen, vier so vorwärts und rückwärts machen, ein paar Mal und das macht den Gleis ganz sauber. Das kann man ganz rund machen oder das kann man auf am Loch machen und lass den Lock das ziehen. Aber kann man nicht rückwärts gehen mit dem Lock, das kann man nur mit den Händen machen. Kannst doch bestimmt mit dem Lock, aber wenn du über einen anderen Gleis geht, wenn der Gleis geht links und rechts, wird es bestimmt abkommen. Ich habe ein paar Mal probiert, das geht schon, aber manchmal, aber jeden einmal oder so kommt das ab von den Gleis. So, kann man auf ein Lok machen, mache ich sofort jetzt, sage ich dir mit dem Lok. Dann kann man auch Wagens hinten machen, auch so, das kann man ein langes so Zug machen mit Wagen. Und die beiden Wagen, ich habe hier hingesieht heute Abend, sind da von Fleischmann, das sind die OBB Schottewagen. Der Nummer ist 852705 und der Andam, das mit der weißen Schotte da oben, nein, mit dem Köhl da hinten, das ist 852706. Und der Lok, das sieht das heute, ist meine BR151 von, da kann man Focus machen, vom ABH, so mal sehen, meine Elektlok. Nur DCC, aber jetzt fahren wir ab. Jetzt kann man sehen, wie das läuft. Das ist wirklich ganz normal, wie ein normaler Wagen. Das ist kein Problem mit das. Und kann man auch Pads da unten machen, bevor ich abfahre. Sage ich dir dann Pads. Man kriegt mal drei Pads mit dem Wagen. So, das sind so ein kleines Pad, kann man mit Schere so und kann cut out. So kann man ein bisschen ausschneiden da und ganz unten auf die Clips machen und dann wird es sauber. Diese sind die ersten Parts, ich habe angemacht und ich habe meine ganzen Layout hier sauber gemacht in so 5-10 Minuten oder so. So fahren wir ab, so kann man das sehen, wenn das rund geht. Lasse ich das rund fahren. Vielleicht wird es besser, wenn ich saubere Pads angemacht habe, dann kann man sehen, dass das den Lok sauber gemacht hat. Die Gleis meine ich. So und ich habe auch einen anderen Lok hier, ein paar Loks kann man sehen. Hier haben wir eine Hercules, das schicken wir ab. Ich habe diese Hercules angemacht, sie hat ein paar neue Wagen da hinten, das ich habe auch von der Dortmunder Messe gekriegt. Das sind die VLE. Noch Hopperwagens noch einmal. Das sind 5 Stück Set, das kommt vom Fleischmann. So, die sind schön. Die werden auch ganz schön sein, wenn die gewettet sind. Von die Nummer kriegen. Moment, ich muss hier überkriegen von der Nummer. So, an der Nummer von diesem Wagen sind 852304. Die sind aber ganz teuer. Ich habe nur diesen gesehen für die ersten Mal. Normal kann man die nicht kriegen gar mehr. Aber ja, die sind schön. Kann man aber diese Wagen vom Pico auch kriegen, die machen die auch, aber das muss man auf den Pico Website gehen, da werden die bestimmt sehen, die
die Engage machen die in Endspur. So, hier kommt der 151 noch einmal mit der Gleissauberung an. So, kann man sehen, das geht da drüber, kommt nicht ab. Wirklich gut. Ein bisschen mehr Fokus machen. Kann man sehen, das ist immer noch da. Kein Problem mit das. Es läuft ganz schön, schnell oder langsam. Kann man ganz langsam machen. So, Moment. So. Wie ich vorher gesagt habe, wenn Sie die Adresse von das brauchen, dann schreibe es unten, werde ich dir einen Link einmachen für Sie. So. Ja, das ist nur ein kurzes Video, aber hoffentlich diesen Top-Tipp für deinen Layout wird schön sein. Sie können auch einkriegen. Deine Locos wird immer sauber bleiben. So, und mit das werde ich dir jetzt sagen, schönen Abend noch, ein schönes Wochenende und bis meine nächste Video. Ich habe ein paar neue Sachen kommen morgen, so werde ich bestimmt noch ein Video zeigen. So, bis gleich. Mach schönen Abend noch. Tschüss.